Hallo, in diesem Video möchte ich exemplarisch einige Beispiele dafür geben, was denn Themen sein können, die eine Schwangerschaft verhindern, die vielen Menschen nicht so bewusst sind, da sie in der Schulmedizin nicht oft bekannt sind. Ein Beispiel ist eine Entgiftungsstörung, die nennt man HPU. Und wenn die Frau diese Entgiftungsstörung hat, kann es sein, dass der Körper damit so gestresst ist, dass er die Ressourcen gar nicht mehr hat, um noch ein Baby versorgen zu können. Die HPU ist gut behandelbar durch verschiedene Präparate und wenn der Körper dann wieder richtig entgiften kann, das ist nämlich das, was geschieht, wenn eine HPU vorliegt, dann kann der Körper nicht korrekt entgiften und es sammeln sich immer mehr und mehr Toxine im Körper an und die würden ja auch an das Kind weitergegeben in der Schwangerschaft. Und um das zu verhindern, verhindert der Körper, dass er schwanger wird. Wenn er nun wieder richtig entgiften kann, die ganzen Giftstoffe aus dem Körper rausgegangen sind, dann ist der Körper auch oft wieder bereit, schwanger zu werden. Ein anderer Themenpunkt ist, wenn die Entgiftung funktioniert, aber die Frau elektrosensibel ist oder auch der Mann. Es gibt viele Studien, die mittlerweile zeigen, dass die Spermienqualität bei den Männern immer weiter runtergeht über die letzten Jahrzehnte. Und Elektrosmog ist als einer von vielen Faktoren neben Umwelttoxinen gefunden worden, der dazu führen kann, dass die Spermienqualität deutlich nach unten geht, aber auch, dass der Körper der Frau sehr gestresst ist unter dem Elektrosmog. Und dies kann man sehr schön zeigen und es wurde auch in vielen Studien gezeigt, dass das den Körper sehr stark stresst. Und wenn ihm dieser Stress zu groß ist, versucht er natürlich Energie zu sparen. Und einer der größten Energieaufgaben des Körpers ist natürlich eine Schwangerschaft. Deswegen kann es sich lohnen, herauszufinden, ob jemand elektrosensibel ist. Und auch da gibt es Techniken, um sich vor Elektrosmog zu schützen und somit dafür zu sorgen, dass der Körper stressfrei schwanger werden kann. Eine weitere mögliche Ursache ist, dass es einen eklatanten Nährstoffmangel gibt, der vielleicht sogar nicht im Blut nachgewiesen werden konnte, der aber im Gewebe vorhanden ist. Normale Bluttests testen, was ist im Blut vorhanden. Wichtig ist oft, was kommt im Gewebe an. An B12, an Folsäure, an Vitamin B und ähnlichem. Und auch das kann man über spezielle Untersuchungen sich anschauen, ob genügend Nährstoffe aus der Nahrung aufgenommen werden und nicht nur im Blut genügend vorhanden sind, sondern auch im Gewebe. Im Gewebe gibt es weiterhin viele Bakterien, Viren, die dort vorhanden sein können, genauso wie Parasiten, die im Blut nicht auffindbar sind und die dem Körper einen solchen Stress geben, dass er keine Energie mehr hat, um schwanger zu werden. Auch das kann man durch verschiedene Untersuchungen in der Praxis tatsächlich nachweisen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Psyche, die oft hineinspielen kann und die in meiner Erfahrung der größte Punkt ist, der verhindern kann, warum ich nicht schwanger werde. Oft gibt es unbewusste Ängste davor, Mutter zu sein, ähnlich zu sein wie die eigene Mutter, das überhaupt hinzukriegen, ob der Partner der richtige ist. Oder andere Bedenken, die einem oft gar nicht bewusst sind. Deswegen ist es hilfreich, wenn Sie schon lange versucht haben, mit der schulmedizinischen Methodik schwanger zu werden und es nicht geklappt hat, sich all diese Punkte und noch viele, viele mehr anzuschauen. Und dabei unterstütze ich Sie gerne. Meistens brauchen wir ein oder zwei Sitzungen, um Ihnen zu zeigen, generell worum es geht, dass Sie schon Veränderungen vornehmen können und merken, ob Ihnen die Sitzungen etwas bringen, Sie mehr Wissen haben und natürlich, ob dieser Weg, den wir dann gemeinsam gehen, für Sie das Richtige ist. Ich freue mich aber auch bei weiteren Fragen auf Ihre Kontaktaufnahme. Ihr Heilpraktiker Adrian Schmieder.